Hallo Freunde, hier ist wieder Atomica und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Drain Fever. Ja, machen wir weiter an der Stelle. Was ganz wichtig ist, es kam das lang erwartete große Performance-Update. Ich will natürlich mal schauen, wie das jetzt performance-technisch, ob sich das wirklich so gut auswirkt. Des Weiteren kam mit dem Update animierte Signale. Sehr wichtig für uns, ist eben ein schönes Detail. Die Straßen sind natürlich immer noch so unschön wie vorher, finde ich jetzt aber nicht so wild, wird bestimmt alles noch gemacht. Naja, Mauszeiger, wie ihr seht, also der ist nicht mehr so komisch wie vorher. Ich glaube, der war vorher blau oder bläulich und hatte nur die Spitze und nicht diesen kleinen Ending da unten dran. Der soll aber auch etwas präziser sein mittlerweile. Ja, was machen wir diese Folge? Natürlich schauen wir uns jetzt an, ob das Update wirklich performance-technisch besser ist. Sieht aber jetzt schon gut aus, obwohl ich ja im Stillstand bin und über der Stadt hänge, aber ich habe kaum Frame-Einbrüche. Des Weiteren müssen wir schauen, dass wir die Firma wieder ins Plus bekommen. Das Problem ist natürlich, die Fahrzeuge werden alt und machen mehr Minus, also die anderen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das klappt und ich hier ins Plus komme. Ja, ich bin zwar 1,6 im Plus, aber ich habe ja immer noch Abzüge pro Monat. Ja, aber es sieht so aus, als ob es schon besser wird. Schauen wir uns mal die Bahnhöfe an. Ja, das müssen wir jetzt alles ein bisschen im Auge behalten, sonst haben wir bei Zeiten Probleme, die dann aussehen wie Mist. Ich habe zu wenig Passagiere transportiert. Ja, hier hat sich ein paar kleine Ruckler habe ich schon noch. Ach hey, und die alten Trams. Die Überlandlinie wird alt. Die tauschen wir auch noch aus, sobald wie es geht. Wie viel hast du jetzt dabei, Kollege? Ein bisschen wenig. Ja. Die Linie 17 hat 25 Passagiere. Ich weiß jetzt nicht, ob das so. Es kommt auch darauf an, wie viel der auslädt, also ist ganz klar. Hier kommt bestimmt auch gleich schon der nächste. Wohl, das ist noch ein Stück. Wie sieht's hier aus? Ja, hier ist voll auf der Linie 17. Die Linie 1, kann man machen. Na, ich denke, die Firma kriege ich schon wieder hin. Irgendwie. Ich muss halt die Straßenbahn noch austauschen. Von der Überlandlinie. Welche war das? Wo war die denn überhaupt? Ja, jetzt kennt sich sicherlich der ein oder andere besser auf meiner Map aus als ich. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich suche jetzt gerade mal die Straßenbahn. Ich muss die Fahrzeuge unbedingt austauschen. Dann müssen wir. Ja, jetzt ruckelt's. Jetzt haben wir's. Aber nicht so sehr, das ist das Ding. Wir haben keine starken Performance-Einbrüche. Es sei denn, ich zoome weit raus. Das ist jetzt ein Test und es geht einigermaßen. Ja, die Straßenbahnlinie. Wo habe ich die denn hingebaut? Kleiner Tipp wäre jetzt notwendig. Überlandtram. Okay, also die macht auf jeden Fall Plus. Die Straßenbahnlinie ist das die hier. Mit den alten Zügen. War das die 21, die so cool? Wir schauen mal nach. Nein, das ist eine innerstädtische Linie. Die fährt nicht nach draußen. Wir hatten ja noch mehr Straßenbahnen. Die muss aber auch jetzt. Was? Die macht ja immer noch Plus. Ist das die? Die Linie 30. Bitte einmal nachschauen. Das ist ein bisschen viel. Das ist wirklich ein bisschen viel. Jetzt bin ich bei einem Frame, aber ich stürze nicht ab. Ja, ich muss reinzoomen, ganz schnell. Ich weiß, tut mir leid. Hier ist die Straßenbahnlinie 30. Die hätte gern neue Fahrzeuge. Wie viel? Lässt sich, denke ich, arrangieren. Mach mal schnell langsam, genau. Die Linie 30 hätte gern. Wie viele Fahrzeuge sind das denn überhaupt? Die ist auf jeden Fall noch ein Plus, aber es muss ja nicht sein, dass die noch mehr Minus macht. Gehen wir auf die Fahrzeuge, genau. Drücken auf Linie.
Und sage in der Linie 30 bitte, dass ich die Fahrzeuge durchzählen möchte. Es sind 2, 4, 6, 8, 10. Können wir uns denn 10 neue Straßenbahnen leisten? Ja, locker, locker. 1,8 Millionen. Dann lassen wir die Linie 30 nach Hause fahren. Und die Linie 30 möchte 10 neue Fahrzeuge haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, jetzt haben wir die ganze Kohle ausgegeben, die wir hatten. Aber zum Wohle der Linie 30, gerne. Also lassen wir diese rausfahren. Kann 15 Passagiere, die kann 12. Okay, die kann schon mal mehr. Das ist doch sehr gut. Na dann, gebt Gas, Jungs. Jetzt blockieren die sich erstmal, aber ist ja normal. Es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ja, die fährt durch die andere durch. Okay, das wird eng. Erstmal. Für den Anfang ist es immer eng, das wisst ihr ja. Aber die Kohle scheint zu fließen. Ich bin wieder im Plus, zumindest weitestgehend. Mit 500.000, die wir jetzt übrig haben. Schauen wir mal, ob wir noch was retten können. Ich hoffe doch. Wir wollen ja noch ein bisschen Zeit verbringen, ne? Dann müssen bald die anderen Straßenfahrzeuge ausgetauscht werden. Ja, jetzt bin ich wieder minus. Na, komm schon. Die teilen sich jetzt automatisch auf, hoffe ich doch zumindest. Ja, die haben auf jeden Fall zu tun. Hier möchten gern 40 Leute zurück. Okay, das ist super. Am Bahnhof heißt die Haltestelle. Hier ist ja gar kein Bahnhof, oder? Ist hier ein Bahnhof? Nein. Der Bahnhof ist da unten. Ach, die Straße heißt wahrscheinlich am Bahnhof. Ah, ne, das kann auch nicht sein. Obwohl, das. Nee. Ach, keine Ahnung. Hat jemand was falsch gemacht? Okay. Na dann, gebt mal Gas, Leute. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr geile Idee gewesen. Ah, es gefällt mir immer noch. Ich finde das so toll hier. Er fährt die Straßenbahn schön hier über die Überland und holt die anderen ab. Dann haben wir schon große Busse. Die sind auch schon sehr gut besetzt. Die Straßenbahn ist. Ist die voll? Naja, fast. Ist schon okay. Cool. Die ist leer, aber nicht so schlimm. Das wird sich jetzt alles wieder einpendeln, denke ich. Und schon machen wir Kohle, das geht ganz gut eigentlich. Das ging ja vorher auch ganz gut. Alter Schwede, die macht ordentlich. Wie sieht's denn überhaupt mit den anderen Fahrzeugen aus? Ja, gut, die Linien, die sind noch ein bisschen. Die Güterlinie mit dem Öl, die funktioniert immer noch nicht so ganz. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Was haben wir denn hier? Eine Buslinie, die nicht funktioniert. Gut, die ist jetzt nicht besonders teuer. Die Güterlinie ist jetzt das einzige noch sehr teuer. Diese Güterlinien hier, fahren die schon mit Doppelblitz? Ja, wir haben ja neue, ne? Wollen wir die nach Hause holen? Nein, ich habe was vergessen. Auf der Linie 1 fehlt was ganz Wichtiges. Der letzte Zug. 1, 2, 3. Ja, der letzte Zug fehlt. Und den würde ich doch gern auch noch benutzen. In der Hoffnung, ja gut, die Performance ist jetzt hier bei dieser Stadt noch nicht so, aber ganz ehrlich, hier ist auch ordentlich was los. Nicht? Hier ist ordentlich was los. Da sind richtig viele Leute unterwegs. Und ich nehme ja nebenbei noch auf und das mit einem geminderten RAM. Also ich laufe ja am Limit und es läuft trotzdem recht gut. Ich möchte gerne noch einen Pendlerzug haben. Was kostet der? Was haben wir denn hier? Eine Mirage. Fährt aber auch 135, fährt 130, komm. Und kostet, oh, der ist teuer.
Aber egal. Der gehört zur Linie 1, richtig? Richtig. Bitte einmal der Linie 1 zuweisen. Du fährst jetzt noch zusätzlich mit hier rum. Ich hoffe, du bist rechtzeitig rausgefahren. Ja, sehr schön, sehr schön. Ah, da kommt schon der nächste. Das ist jetzt nicht so gut. Aber da teilen die sich jetzt noch mal ein bisschen auf. Hoffe ich. Höhere Frequenz heißt mehr Leute, hoffe ich mal. Minus 1,22 Millionen. Ja, ich weiß, der Einkauf war jetzt ein bisschen hart, aber ja, es sind Dinge, die notwendig sind. Schaut mal, die Linie 1 ist ja dennoch recht gut bedient, dafür, dass eigentlich kaum Passagiere da sind. Es wird, denke ich, noch. Ich hoffe es. Naja, schauen wir uns das mal an. Ja, also das läuft ja erstmal ein bisschen zumindest. Ja, komm. Was hat's dir jetzt zu berechnen? Autosave? Bestimmt. Ich hab das bestimmt wieder nicht gesehen. Ja, wir sind wieder minus. 1 Million etwa. Holen wir raus. Ohne Probleme. Scheint auch so, als ob wir das ganz gut rausholen können. Die Linie 17 macht schon wieder nicht mehr so gut. Bloß die Buslinie möchte gerne ein paar Fahrzeuge weniger haben. Die Linie 2, ist die voll? Nee. Ja, die hätte gerne ein paar Fahrzeuge weniger. Auch wenn es eine Zubringerlinie ist, hätte ich gern den zurück im Depot. Du fährst leer ins Depot. Noch einer, der hier irgendeinen Fahrschein. Du bist leer. So. Müsste erstmal reichen. Was haben wir denn hier? Zu wenig Passagiere. Na, das kann ja nicht sein. Kommt Leute, ich weiß genau, dass ihr dahin wollt. Müsst. Ja, ist voll. Komm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zug jetzt groß Minus macht. Und der ist auch voll. Also, wenn ich bitten dürfte. Ohne Probleme. Könnte fast schon noch mehr mitnehmen, aber nur fast. Nein, nein, nein. Das möchte ich aber nicht. Ich hätte gerne den Zug 3 verfolgt. Wow, wie schnell das jetzt geht, wie flüssig vor allem. Geil. Wow, geil. Wie der neben dem Regio herfährt. Ist schon Wahnsinn, oder? So, wie viele Leute warten hier auf die Linie? Sowas. 18, 21. Ja gut, das ist okay. Die Linie 17 nimmt auch mit. Die Linie 1 hat keine Passagiere. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ah, eher nicht so gut. Aber ja, es wird, denke ich, auch wieder. Die Linie 37 hat hoffentlich genug zu tun. Ja, es geht, es geht. Ist schon ganz ordentlich und du bist die Linie. Na? 25, okay. Es ist doch sehr schön eigentlich, also es läuft soweit. Wie viele Leute hier umsteigen. Wahnsinn, ey. Cool. Also es scheint so, als ob es hier Stoßzeiten gibt des Öfteren.
Also ist das ja eigentlich ganz gut, wenn die Busse hier so fahren, wie sie fahren. Es laufen auch ganz schön viele nach Hause. Es kommen auch ganz schön viele an, also wie ihr hier seht, der Bahnhof ist gut bedient. Wow. 44, 45 für die Linie 1. Wo kommt ihr denn alle her? Wo wollt ihr denn alle hin? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ein bisschen Minus haben wir noch, aber es ist jetzt nicht gravierend. Selbst die Linie 18 ist gut beladen, also von daher, mach ich mir keine Sorgen. Die Linie 17. Ja, sehr gut. Und die Linie 1 ist auch gut bedient, also von daher, ich denke mal, hier haben wir keine Probleme mehr. Da kommen schon die nächsten für die Linie 17, die hat gerade erst abgeholt. Wow. Ein Verkehr hier. Die Linie 17 holt wieder ab und lädt wieder ab. Das ist super. Guck mal, wie viel Geld wir plötzlich wieder haben. Ah, die Linie 18 war das. Wow. Kam hier gerade ein Zug. Ach ja, die Linie 18. Ist ja schon okay. Also die Busse stehen hier schon Schlange zum Abladen. Das ist nicht schlecht. Wo bleibt der nächste? Da kommt der nächste. Wow, wie das funktioniert, ey. Das ist ein richtig schönes System hier. Was meint denn ihr, Leute? Gucken wir uns das mal ein bisschen an hier. Linie 1, 96 Passagiere. Ja, die Linie 1 ist schon zu voll. Die wird jetzt gern abgeholt. Genau. Die Linie 18 fast voll. Ja, gut, okay. Die Linie 1 ist übervoll. Und es werden immer mehr. Wow. Also hier ist richtig Verkehr, richtig rege auch. Ja, hätte ich am Anfang nie gedacht, dass ich sowas mal aufbauen werde. Ja, die Kohle wird auch langsam wieder, hoffe ich mal. Ich schaue nochmal in den Planer. Ah, die Busse machen noch ein bisschen Minus. Die kleinen Busse hier auf der Linie 20, was soll das denn? Die sind doch schon uralt. Oh, neuer Bus. Macht 218 Passagiere. Ja, die reicht für die Linie 20, denke ich, aus. 2, 3, 4, 5. Linie 20 hätte gern. War das jetzt richtig so? Ja, schön. Fünf Fahrzeuge auf die Linie 20, bitte. Dann hätte ich gerne noch die Linie 21 mit den Straßenbahnen ausgetauscht. Wie viel haben wir denn auf der Linie 21 überhaupt? Jetzt können wir uns das ja langsam wieder leisten. Die Linie 21 beherbergt. Nein. Nicht jetzt. Ein neuer LKW. 40-Tonnen-Truck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Straßenbahnfahrzeuge auf der Linie 21. Was können die neuen LKW? Die schauen wir uns jetzt sofort an. 20 pro Gut. 100 km/h schnell. 10 Tonnen Gewicht. 560 Kilowatt Leistung. 54.000 Betriebskosten im Jahr.
Macht 35 Jahre. Sechsachsiger Sattelschlepper mit V8 Turbo Dieselmotor mit 15,6 Liter Hubraum und bis zu 456 Kilowatt Leistung. Hier steht aber mehr, 560, danke. Und die Linie 21 hätte ich gern mal aufgedeckt. Lass mich mal rauszoomen, ganz kleines Stückchen nur. Noch ein Stückchen. Na, das mit dem Zoom funktioniert noch nicht ganz so schön. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das ist dann entsprechend die Linie 21. Und die Linie 21 hätte gern neue Fahrzeuge. Der Straßenbahn AG. Bekommt jetzt erstmal 10 neue Straßenbahnen. Bekommt sie nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hat sie jetzt überhaupt alle gekauft, die ich haben wollte? 2, 4, 6, 8, 10, Linie 21. Ich habe nur zwei Straßenbahnlinien, im Ernst? Und ich habe noch ein paar Fahrzeuge, die rumstehen. Die müssen wir auch noch rausnehmen. Hier haben wir noch einen Bus. Noch zwei Busse, die verkauft werden möchten. Hier haben wir noch eine Schweizer Bahn, die verkauft werden möchte. Das hat uns nämlich auch Geld gekostet und das nicht gerade wenig. Verkaufen. Die kosten ja alle Geld, solange die im Depot rumstehen. Meine Güterzüge machen nichts Gutes. Sie machen ja gar nichts. Praktisch. So, es sieht so aus, als ob wir unsere Firma wieder einigermaßen im Griff haben. Ich werde mal schauen, dass ich noch ein bisschen Darlehen zurückzahlen kann. Das kostet nämlich auch Geld. Ja, schauen wir mal, ob wir die Firma noch gerettet bekommen. Als nächstes werden wir dann wahrscheinlich die Transport-LKW austauschen müssen, um die Güterzüge besser zu bedienen und so weiter, ja. Eventuell müssen wir auch den Güterzug selbst austauschen. Ich weiß nicht, wie alt der mittlerweile ist. Steht das hier? Na komm schon, zeig mir das an. Wie alt bist du? Details. Du bist bereits 45 Jahre alt. Au. Der muss dringend ausgetauscht werden. Transportfähigkeit immer noch. Was? Gewicht? 219 Tonnen, der ganze Zug. Na gut. Nächste Folge schauen wir mal, ob wir es schaffen, diese Züge auszutauschen, diese ganzen LKW auszutauschen. Und vielleicht diesen hier zu erneuern oder so. Der braucht auf jeden Fall was anderes. Der läuft auch schon 12 Jahre, aber ständig Minus. Obwohl, die Betriebe schauen wir jetzt nochmal schnell an. Stopp, ich wollte hier bleiben. Nein, 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 ich wollte hier bleiben. Ich wollte doch nicht mit dem Zug mitfahren jetzt. Das haben wir doch schon gemacht. Die Produktion auf 60 hoch. Und wie schaut's denn hier aus? Wo habe ich den Zug denn überhaupt lang geschickt? Ach, da lang. Okay, okay. Ach, der muss hier immer warten. Naja, gut, dafür ist eine Ausweichstelle ja da. Damit die Züge aufeinander warten. Komm schon. Ruckel nicht ganz so sehr. Ich weiß, die Stadt ist groß. Ich auch. Na komm schon, komm schon, komm schon.
Kriegst du mehr nicht wegtransportiert oder was ist dein Problem? Welche Linie fährst du? Ja, mein Handy macht jetzt gerade wieder Muck. Es meldet sich, weil der Timer abgelaufen ist. Wir haben neue Fahrzeuge bekommen. Ja, pünktlich zum Ende. Jahr 2000. Yay, wir sind schon mal im Jahr 2000. Schauen uns die Lok jetzt gleich noch an. Und die Linie 36 schauen wir uns jetzt auch gleich noch mal schnell an. Die Zeit muss sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Fahrzeuge. Können wir uns die denn leisten? Was kostet einer? Eieieiei, 250.000. Das wären 2,5 Millionen, die wir jetzt bezahlen müssten. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, die Linie 36 war das. Ja? Oder? War das die Linie 36? Ja. Ihr fahrt bitte nach Hause. Und ihr fahrt bitte auf die Linie 36. Überlänge lässt grüßen. Dann schauen wir uns den Zug noch schnell an, den wir da bekommen haben. Na? Am nächsten Zugdepot natürlich. Wenn wir nur eine Güterstrecke benutzen, ist mir auch egal. Lass mich raten, diese Güterstrecke hat das Zugdepot oben. Nein, unten. Sehr gut. Also ich habe noch ein paar Ruck da drin, aber naja. Ist ja schon Gewohnheit. Also es funktioniert auf jeden Fall schon mal besser. So, die BR-185, Baujahr 2000, Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Gewicht 84 Tonnen, Leistung 4200 Kilowatt, Zugkraft 280 Kilonewton. Betriebskosten 750.000 im Jahr und Lebensdauer 50 Jahre. Ein Typ aus der von Bombardier hergestellten Typenfamilie elektrischer und dieselelektrischer Lokomotiven für den Einsatz im mittelschweren Güter- und Personenzugverkehr. Was ist denn mittelschwerer Personenzugverkehr? Diese Doppelstockwagen oder was? Naja, werden wir rausfinden. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Zug einsetzen werde. Er ist ziemlich teuer. Und ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Würde mich wie immer über Kommentare, Daumen, Abos und Video teilen freuen. Ist immer das Beste, was geht, weil Feedback und alles Mögliche dazu, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ja, nächste Folge dann. Gucken, ob wir noch was optimieren können. Und ob wir überhaupt weiterkommen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Besser gesagt, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, schönen Tag, einen guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr schaut, kennt ihr bereits. Und Atomica klingt sich aus. Ciao.